Acht Genießersuppen für die ketogene Ernährung, die nicht nur satt machen, sondern auch super einfach vorzubereiten sind. Viele Leute, die sich für eine ketogene Ernährung entschieden haben, kennen das Problem, dass man Speisen relativ schwer vorbereiten kann. Konsequent dem Diätplan zu folgen, kann dann wirklich zur Herausforderung werden. Denn wenn man am Abend erschöpft nach Hause kommt und keine Lust mehr auf Kochen hat, dann sind Ausrutscher quasi vorprogrammiert. Eine einfache Lösung für dieses Problem sind unsere Keto-Suppenvarianten. Damit die Suppen nicht nur satt machen, sondern auch die notwendigen Makronährstoffe liefern, kannst du sie mit einer Vielzahl von Einlagen aufpeppen. Möglichkeiten hier sind zahlreich. Fleischbällchen, Würstchen in diversen Variationen, Schinkenwürfel, Speckstreifen, Eierstich, gebratene Hühnerbrust oder Fischstückchen, Siedfleisch, Räucherlachs oder auch Räucherforelle sind ein paar Beispiele. Zubereitung aller Rezepte ist super einfach und man kann die Suppen samt Einlagen in größeren Mengen vorbereiten und dann einfach portionsweise einfrieren. Und das ist nicht nur praktisch, um nach einem stressigen Tag nicht mehr kochen zu müssen, sondern auch ein geniales Mittagessen zum Mitnehmen. Entweder in einem der neuen trendigen Thermobehälter für unterwegs oder zum Aufwärmen in der Mikrowelle am Arbeitsplatz. Und jetzt geht's los mit unseren 8 Suppenideen für die Low Carb Ernährung. Alle Rezeptlinks findest du wie immer unter dem Video. Top 1: Die cremige Hühnersuppe. Top 2: Curry Kokossuppe. Top 3: Minestrone auf Keto-Art. Top 4: Brokkoli Blumenkohl Cremesuppe. Top 5: Rahmspinatsuppe. Top 6: Sauerkrautsuppe. Top 7: Spargelcremesuppe und Top 8: Pilzrahmsuppe. Probier doch einige Rezepte aus und schreib uns in den Kommentaren, ob dir unsere Suppenideen gefallen haben. Abonniere unseren Kanal, wenn du mehr über die ketogene Diät erfahren möchtest. Und wie immer würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch für unser Video freuen.